Man sagt, die erste Woche des Wochenbetts ist im Bett, die zweite um das Bett herum und die dritte neben dem Bett. Hallo, mein Name ist Alina Todorova. Ich bin Mentaltrainerin und Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinen Kollegen begleiten wir angehende Eltern, die in tiefer Entspannung ein glückliches Baby auf die Welt bringen wollen. Wir laden euch herzlich ein, bei unserer Umfrage teilzunehmen und als Dankeschön dafür eine kostenlose Beratung für eure glückliche Geburt zu bekommen. Also, dein Baby ist geboren. Herzlichen Glückwunsch. Ab dem Zeitpunkt, an dem du deine Plazenta geboren hast, beginnt dein Wochenbett. Wenn du eine ambulante Geburt in der Klinik hattest, dann wirst du 6 bis 8 Stunden nach der Geburt entlassen und verbringst deine erste Nacht mit dem Baby bereits in deinem eigenen Bett. Wenn du eine stationäre Geburt hattest, dann bleibst du für 3 bis 4 Tage, nach einem Kaiserschnitt sogar bis 7 bis 10 Tage in der Klinik und erlebst die ersten Tage deines Wochenbetts auf der Station. Nach einer außerklinischen Geburt im Geburtshaus gehst du auch circa 6 bis 8 Stunden nach der Geburt nach Hause. Bei einer Hausgeburt bist du gleich zu Hause. Wir empfehlen allen Frauen, sich im Wochenbett zu schonen, sich die Zeit des Verwöhntwerdens zu gönnen, alles dafür vorzubereiten, die Freunde, die Verwandtschaft und natürlich in erster Linie den eigenen Partner oder die Partnerin darauf zu sensibilisieren, dass das Wochenbett um das Bett herum bei der Frau stattfindet. Egal, wo du bist, kommen einige neue Dinge auf dich zu, die du so vorher nicht kanntest. Zum einen ist es die starke Blutung, die jede Frau nach der Geburt hat. Nach 10 Monaten Schwangerschaft wird es sich erstmal ganz komisch anfühlen, so viel zu bluten. Und diese Blutung entsteht, weil eine große Wunde entstanden ist an der Stelle, wo Plazenta angehaftet war. Diese Wunde ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil sie ziemlich so groß ist wie deine Hand. Also diesen Durchmesser hat sie. Und mit der Zeit wird die Wunde sich auf circa 3 cm verkleinern in der ersten Woche, in den ersten 7 bis 10 Tagen und danach ganz verschwinden. Gönn dir ganz viel Ruhe in dieser Zeit, zumindest in den ersten 3, 4 Wochen des Wochenbetts. Gönn dir ganz viel Ruhe in dieser Zeit, zumindest in den ersten 3, 4 Wochen des Wochenbetts. Das nächste, was auf dich zukommt und was neu für dich sein wird, sind die sehr kurzen Nächte. Am Anfang, gleich nach der Geburt, ist der Magen des Babys noch sehr, sehr klein und das Baby wird circa alle 2 bis 3 Stunden trinken wollen. Damit wird dein Schlaf oft unterbrochen in der Nacht und daran solltest du dich erstmal gewöhnen, bis es zu einer Routine geworden ist und bis ihr aufeinander euch eingespielt habt. Durch das Hormon Relaxin, das vermehrt in der Schwangerschaft gebildet wurde, damit du dein Becken sehr gut für die Geburt vorbereiten konntest, wird dein Becken auch im Wochenbett noch sehr instabil sein, so dass du insgesamt in den ersten Wochen nach der Geburt noch nicht wirklich stabil bist, noch nicht stabil laufen kannst und es einige Zeit vergehen muss, bis das Relaxin abgebaut ist und bis deine Knochen sich wirklich verfestigen, beziehungsweise die Knorpel zwischen den Knochen. Neben der Blutung, die sehr stark sein wird, wirst du in der Geburt und kurz danach sehr viel Gewicht verlieren. Durch das Fruchtwasser, das mit dem Baby mit abgeht und natürlich das Baby, das geboren wurde und die Plazenta, die auch einiges an Gewicht hat. Dadurch wird sich erstmal dein Körper gewöhnen müssen, dass du jetzt auf einmal innerhalb von wenigen Stunden so viel Gewicht verloren hast und das gesamte Knochen- und Muskulaturgerüst muss sich in den ersten Wochen nach der Geburt daran erstmal anpassen. In den ersten 3 Tagen nach der Geburt wird dein Körper die goldene Milch produzieren, das Kolostrum.
Milchproduktion ist für deinen Körper auch etwas komplett Neues. Der Körper kann das, aber der braucht vor allem sehr viel Ruhe, damit Muttermilch sanft und in richtigen Mengen produziert werden kann. Also für deinen Milchspendereflex, damit die Milch, die gebildet wurde, an das Baby abgegeben werden kann, brauchst du Oxytocin. Und genauso wie in der Geburt wird durch Adrenalin die Produktion von Oxytocin gehemmt. Und Adrenalin steht immer für Stress, für Anspannung, für zu viele Aufgaben. Also all das, was du jetzt im Wochenbett auf keinen Fall brauchst. Die meisten Frauen merken, dass in den ersten Tagen das häufige Anlegen vom Baby die Brustwarzen sehr, sehr beansprucht. Das war bei mir auch der Fall. Meine Brustwarzen haben sich teilweise auch geöffnet, sodass da Blut mit der Muttermilch rauskam. Und dazu habe ich drei wichtige Tipps für dich, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Brust sich schneller wieder erholt von der Strapazen der ersten Stillzeit. Und der erste Tipp ist hier, dass du die eigene Muttermilch dafür nutzt, um die Brustwarze abzuheilen. Das machst du so, dass nachdem du dein Baby an dieser Seite angelegt hast, du aus der Brust einige Tropfen von deiner Muttermilch ausdrückst und die an der Brust verteilst und diese Seite erstmal für eine halbe oder eine Stunde offen lässt, so dass diese Brustwarze atmen kann und schneller heilt. Der zweite Tipp, der mir eine sofortige Erleichterung beschert hat, sind die Zinnhütchen bzw. Silberhütchen. Die Funktion von beiden ist ziemlich ähnlich. Durch einen bestimmten Elektrolytenaustausch in diesem Material sorgen die Zinnhütchen bzw. Silberhütchen dafür, dass die Wunde sehr viel schneller verheilt. Bevor du dir für dein Wochenbett Zinn bzw. Silberhütchen besorgst, frage bei deiner Nachsorgehebamme nach, ob sie welche da hat, weil diese kannst du auch gebraucht verwenden. Einmal abgekocht haben sie dieselbe Wirkung und die kannst du dann eben von deiner Nachsorgehebamme ausleihen. Und der dritte Tipp, wie du deinen Brustwarzen helfen kannst, schneller zu verheilen, ist eine Laserbehandlung. Manche Hebammen, die Nachsorge anbieten, die dich also im Wochenbett begleiten, haben ein Lasergerät. Oder aber kannst du einen Termin in einer Klinik dazu ausmachen. Die Behandlung läuft mit sogenannten Low-Level-Lasern ab. Das ist also wirklich eine sehr sanfte Laserstrahlung, die deine Brustwarzen abbekommen und das verhilft der Wunde besser zu heilen. Das aktiviert so das Immunsystem und an der Stelle eben dann den Heilungsprozess. Bei mir war das so, dass die offene Brustwarze sich nach der ersten Behandlung bereits geschlossen hat und nach der zweiten Behandlung hatte ich dann gar keine Schmerzen mehr beim Stillen. Zusätzlich zu dem, was wir bisher angesprochen haben, wird sich auch deine Gebärmutter rückbilden. In der Schwangerschaft hat sich die Gebärmutter mit deinem Kind ausgedehnt und bildet sich jetzt im Wochenbett zurück auf ihre normale Größe. Da Gebärmutter ein Muskel ist, wird sie kontraktionsartig sich zurückbilden und das nennt man Nachwehen. Diese können nach dem ersten Kind bereits sich als schmerzhaft anfühlen. Der Level der Empfindung steigt aber von Kind zu Kind. Also nach dem zweiten Kind sind die Nachwehen etwas stärker und nach dem dritten Kind noch stärker. Wenn du in der Schwangerschaft unseren Kurs Happy Birthing Days in der mentalen Vorbereitung auf die Geburt gemacht hast, dann wirst du Entspannungstechniken kennenlernen. Durch die Anwendung dieser Techniken wirst du
ganz aktiv mit deinen Nachwehen arbeiten können und die schmerzhafte Empfindung auf das Minimum reduzieren. Früher wurde jeder frisch gebackenen Mama im Wochenbett ganz viel Aufmerksamkeit und Fürsorge geschenkt. Wir wünschen uns, dass diese Wahrnehmung des Wochenbetts wieder bei uns einkehrt, dass die Frauen in erster Linie dafür sorgen, dass sie im Wochenbett ihre Ruhe haben, dass sie anstatt ihre lieben Freunde und Verwandte zu Hause zu empfangen und sie zu bekochen, von denen verwöhnt werden, dass die Gesellschaft wieder darauf sensibilisiert wird, wie viel Frauenkörper in der Schwangerschaft und Geburt geleistet hat und wie sehr diese Zeit im Wochenbett für Mutter und das Kind wichtig sind, damit die neue Lebensphase sanft und glücklich beginnen darf.